Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command. Erster Weltkrieg, mehr Spieler gegen Joy Force. Und so langsam merkt man, wie doch die Fronten nachgeben, habe ich den Eindruck. Und hatte deswegen leicht gehofft, dass das Wetter mal. Ja gut, es war riskant, den Norweger da reinzusetzen. Das Wetter mal mitspielt. Ja. Ich habe langsam die Befürchtung, dass es jetzt doch bald ganz schnell vorbei sein könnte, weil die französische Moral war schon total im Keller. Wenn sie den auch kriegen, dann ist langsam die Artillerie dahinter tot. So, da haben wir ein U-Boot, das aber nicht so weit kommt. Die meisten U-Boote kommen da nicht weit und zum Glück haben all unsere Schiffe hier auch U-Boot-Abwehrsachen. Oder die allermeisten Schiffe haben das, sagen wir so. Da kommen neue U-Boote. Na, großartig. Schauen wir mal. Falls unsere Luftaufklärung funktioniert, könnten wir noch sehen, gegen das ein oder andere große deutsche Schiff vorzugehen. Und falls Frankreich noch nicht endgültig kapituliert hat, natürlich. Also irgendwas passiert noch im Hintergrund, aber wenn es für die Wiederholung eh nicht wichtig ist, würde ich mir manchmal schon wünschen, dass das noch rausgeschnitten wird. Einfach nur so eine Phase hat. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe schon die Befürchtung, dass wir sehr nahe dem Nullpunkt sind. Ach, ein bisschen was ist doch noch da. Ja, während hier aber alles schon mal kaputt geht. Ah, schön, dass wir da eine ganze österreichische Flotte entdecken. Mir ist nur lieber gewesen, herauszufinden, wo eine Menge deutsche Schiffe sind. Na gut, zwei Kurs für die Briten, Franzosen immer einen Ticken mehr. Ja, 19%, aber das im Süden bricht auseinander. Das in der Mitte ist auch nicht wirklich stabil. Na gut, schauen wir mal. Oh, das Wetter ist sogar gut. Damit rechnet man hier nun nicht wirklich häufig. Dann schleich du dich hier mal ein bisschen durch. Nur so, um sicher zu gehen, dass wir noch halbwegs freie Wege haben. Sieht so aus. Dann sollten wir hier zu sehen, ein paar U-Boote zu erwischen. Du schleichst hier drüben lang. Aha, noch eins. Gut, da werden unsere Zerstörer gleich zu tun haben. Oder sonst
Machen wir die auch mal zuerst. Mit etwas Glück können wir den direkt versenken. Würdest auf den gehen, dann ist der vielleicht auch bald weg. Auch leider. Auch jetzt eher durchschnittlich hier. Da ist noch ein Zerstörer. Okay, noch eins weniger. Wir müssten irgendwen hier auf die Linie stellen, vielleicht diesen Panzerkreuzer, nur so, dass sie auch wirklich gefüllt ist. Tja, ansonsten, ob das waren alle, du kommst mal in den Hafen zurück. Muss ja nur nicht noch sein, dass du singst und der Rest möge sich ein bisschen absetzen. Na, da kommt ja leider an kein deutsches Schiff ran. Ja, schön für die nationale Morale gewesen. Na gut, wir schauen mal ein bisschen hier drüben hin. Was Marinewaffen, du kannst mal testen. Gut. Linienschiff, ein Zerstörer, ein leichter Kreuzer. Müssen wir noch versuchen können anzugehen. Okay, ich mal. Ah, der Franzose käme zumindest an den Zerstörer ran. Jetzt vielleicht noch eben hier aufklären, ob da noch irgendwas ist. Nee, okay. Sollten wir die Zerstörer also so ein bisschen anschießen, dass der Franzose den vielleicht versenken kann. Oh, das ist riskant, aber... Ja, Mann! Sollte ihn doch nicht direkt vernichten. Es ist dann immer Pech, wenn man noch den einen Schaden mehr macht, wenn man den auch gar nicht machen will. Gut, gegen die U-Boote können wir eher wenig ausrichten. Wir haben da noch ein Linienschiff. Ach, ist sie einfach. Hier ist noch ein leichter Kreuzer. Der Franzose nicht rankommt. So, das Schlachtschiff weicht hier mal aus. Fährt vielleicht hier näher an die Linie ran, falls doch nochmal deutsche Schiffe auftauchen. Und alle, die wir jetzt nicht direkt zur U-Boot-Jagd brauchen, können da vielleicht auch erstmal ein bisschen weg. Oh, du hast sogar ein 1-1 gegen das Boot angeblich. Obwohl, erstmal die großen Schiffe evakuieren. Wenn die U-Boote uns hier nachher wieder rumtauchen und dann irgendwo ungünstig stehen. So, du kommst auch. Ja, du kommst dann das U-Boot ran, das lohnt nicht. Hast du aber 43 mit hin, so. War leider ziemlich klar, dass der abtaucht. Na gut, teilt euch ja so ein bisschen. Und dann mal sehen. So, jetzt haben wir noch diesen leichten Kreuzer da. Ist da vielleicht auch erstmal weg. So, du gehst auf die Blockade. Immerhin, die feindliche Flotte rumpft. Es ist nur noch 13, also die Briten kontrollieren hier wieder die See. Das ist sehr, sehr schön. 13 Schiffe und wir wissen schon, dass 2, 4, einer ist getaucht, 5, also 7 sind davon U-Boote und hier hinten ist noch ein Schlachtschiff. Ja, und der Mann geht der Moral runter. Er hat doch letztens erst die 50% Marke unterschritten. Der Franzose noch ein bisschen motivierter wäre und uns unsere Front nicht hier jederzeit gerade zusammenfällt. Weiß, was dann noch möglich wäre. So, wir haben hier verschiedene Probleme, weil die hier laufen. Wir müssten eigentlich das hier irgendwie mauern. Und gleichzeitig auch die Bergwerke. Und diese Abteilung kommt da offensichtlich nicht mehr raus. Ja, genau wie... Der kann auch nichts tun.
Es wird kompliziert. Hier drücken sie. Bei den Briten sieht es noch mit am stabilsten aus. Die kriegen ja auch irgendwie konsequent Einheiten rein und so. Ja, Also, sie müssen das hier definitiv zukriegen. Die Frage ist halt, mit wem. Wir müssen uns hier wahrscheinlich neu positionieren. Ah, wenn man den angreifen könnte. Aber andererseits, du musst dich hier wahrscheinlich eher dringend verschanzen. Andererseits, wenn wir den schlagen und davor rücken, könnten wir die Abteilung da wieder rauskriegen. Andererseits muss irgendwer hier nach in dem entlang decken, weil der sonst einfach sehr viel tief weiter reinlaufen wird. Was nochmal? Eine Abteilung, Chor, Artillerieabteilung. Wir müssen die unter anderem natürlich benutzen, um hier zu mauern. Es ist kompliziert an allen Ecken. Wir müssen unsere Hauptfront da natürlich irgendwie weiter mauern. Gut, ich würde sagen, du verschanzt dich hier erstmal. Bis da verschanzt. Du. Es ist eigentlich am besten diesen Weg decken, aber der kommt halt nicht raus und wird dann ganz stumpf eingekesselt. Und die Artillerie muss dann erstmal zur Seite. Ich würde sagen, du versuchst dich hier zu verschanzen. Und ja, tut mir leid, du bist eingekesselt demnächst und verloren. Genauso wie der. Versucht einfach noch ein bisschen im Weg zu stehen. Irgendwie diese Bergwerke beschützen, ansonsten hast das bald mit unserem Geld. Und wir müssten hier dummerweise jemanden Bahn hinverlegen oder halt neu einsetzen. Ja, aber ich würde sagen, das hier zu mauern ist sehr entscheidend. Das eine Korps vielleicht draufgehen, aber der in Montpellier dann hoffentlich dadurch lange genug leben. Ja, und dann brauchen wir da natürlich auch noch Einheiten. Also wie sieht's denn hier aus? Die Briten können ja zumindest an einigen Schritten hier, denke ich, angreifen. Die Franzosen. Ach ja, wir hatten das neue Jagdflugzeug. Ah, und liebe Briten, haut das mal durch, dass eure Leute mehr Kampfkraft kriegen. Ich bin halt gerade ein bisschen unentschlossen. Es geht. Aber beide Fronten fallen zusammen und wir haben kaum die Einheiten, hier alles in Ordnung zu kriegen, leider. Jo, und ich würde sagen, die letzten Norweger auch schon da unten hin. Aber jetzt erstmal irgendwie. Naja, in der hintere Reihe und die müssen ja noch verstärkt und am besten geupgradet werden. Und wir brauchen hier definitiv mehr Franzosen. Wenn also vielleicht hier die Briten ein bisschen was von der französischen Frontlinie noch mit übernehmen könnten. Und hoffentlich ist es Winter im nächsten Zug oder wenigstens Schlamm. Bei Briten haben wir einige und da kommen auch noch einige. Ach ja, das ist das belgische Akku, genau. Ja, und gleichzeitig sehen, ob man hier nicht doch leicht angreifen kann, wobei uns mal wieder die Aufklärungsbombe ausgehen. Wir haben eigentlich nur einen richtig gesunden. Na gut, man könnte riskieren, ob der vielleicht hier doch Erfolg hat. Zum Beispiel dahin schießt. Obwohl, in Lille haben wir nur einen Rand, wir müssten wenn eigentlich auf den, wo der Aufklärungsbomber eh nicht in Reichweite ist. Sonst schießt du einfach mal da drauf. Sieht gut aus. Dann ist hier die Frage, vielleicht den, wenn wir uns da einen Panzer vielleicht noch reintauschen. Und es könnte funktionieren.
Ich meine, wir haben hier eh neun Geschosse und müssen da was raushauen. Vielleicht gehen wir doch noch mit auf den. So knapp für den Bomber. Darf erstmal noch ein Feld nach hinten. Ist natürlich irgendwann die Artillerie auch mal wieder gesund machen. Moment, nimmt die ja quasi nur Verschanzung raus. Ich meine, was auch schon gut sein kann, aber wäre natürlich theoretisch vor allem noch mehr drin. So, du könntest da schon nachrücken, wenn du mal nach hinten. Aber dann können wir den Panzer nicht mehr reintauschen auf das Feld. Jetzt tauschen wir mal hier. Du bist geheilt. Den auch da reinbringen und hier auch den anderen Panzer einwechseln. So, und wenn der nach hinten käme, könnte der noch da direkt an die Front ran. Wir sind zwar noch mal. Nur ein 2-2. Das ist ein bisschen überschaubar, ich weiß nicht. Wir sagen, du setzt dich hier auch mal ab. Dann können neue Einheiten schon mal rankommen. So, und da kommen noch mehr Einheiten. Die Franzosen. Wir haben Probleme an vielen Frontabschnitten. Und hier in der Mitte zum Beispiel irgendwie gerade überhaupt niemanden. Hier muss zu viel geheilt werden. Ja gut, also die Artillerie kommt wahrscheinlich so oder so nach hinten. Die Frage, was dann? Könnten natürlich diese Abteilung darüber ziehen und eine neue Einheit nach Chalon bringen. Ja, das Flugzeug musste auch erstmal weg. Sind jetzt schon alle geflogen, aber die sollten sich vielleicht auch noch ein bisschen setzen. Du kriegst mal endlich deine Upgrades. Mal wegen noch verstärkt werden. Ach, du kriegst dann schon mal Jagdflugzeug 4 und hoffentlich hält diese Linie. Die Abteilung sonst hier dahinter einsetzen. Ja, und wohin mit der Artillerie überhaupt hier drüben? Wir könnten hier natürlich noch das nach Belfort zurückziehen. Ja, da wir das eh kaum hatten, können wir. Du kommst dann auch erstmal ein Feld nach hinten und wir müssen hier irgendwie Einheiten reinkriegen. Wo auch immer die herkommen sollen. So, dann haben wir ganz viele neue Briten. So, die das schon einen Moment hinkriegen sollten. Immer so dieses Bezeichnen, wenn man darauf hoffen muss, dass Winter und Schlamm kommen mögen. Ja, deine französische Artillerie, aber wo soll die gerade schon hin? Hier ist einer, da ist einer. Hier in die Nähe und irgendwie mithelfen, Paris verteidigen. Oder in Richtung der Briten, weil die noch insgesamt Angriffskraft haben.
Na gut, stell dich mal erstmal hier hin und dann wirst du im Laufe der Zeit nach vorne geschoben. Oh, ihr müsst einfach durchhalten. Tja, dann USA. Es scheint mir zwar immer unwahrscheinlicher, dass wir noch was von euren Truppen sehen. Aber wer weiß. Vielleicht sollten wir dann auch doch schon mal langsam hier anfangen, irgendwen zu kaufen, der sich einfach mit dazustellen kann. Meinetwegen auch Abteilung. Am Krieg forschen hier jetzt schon gut genug. So, ja, da war sonst auch nichts Amerikanisches. Ja, Kaufbildschirm. Bomber. Können wir im Zweifel mitnehmen, um irgendwie noch zurückschlagen zu können? Wir brauchen mehr von allem. Und dann die Briten. Deswegen auch meine Kavallerie, die ist nicht so übermäßig stark. Aber wenn es irgendwo sich Lücken auftun. Oh, die Briten scheinen immer ein bisschen mehr zu kriegen. Also, denen geht es eigentlich richtig gut. Die können ja in den Krieg reinpowern. Frankreich kollabiert so langsam. Ja, dann. Ich mal, können wir den Zug beenden. Und es wundert mich wirklich, wie sehr auch schon jetzt die deutsche Moral runterzieht. 40% nur noch. Aber das ist so, ich glaube, das war auch die nächste Stufe der NM, wo die Einheiten nochmal etwas schwächer werden. Das ist schon verrückt, wie sehr die Österreicher immer noch so top motiviert dabei sind und deswegen leider auch übermächtige Einheiten haben und die Osmanen auch und die Deutschen irgendwie, ja, bald keine Lust mehr haben. Gut, ich denke, wir können den Zug beenden und schlechtes Wetter, komm schon. Ah, sehr schön, französische Führung und Kontrolle. Nochmal ein paar Prozente Boost für unsere Einheiten. Französischen Panzer, wenn wir irgendwann mal Geld haben. Seekrieg und Marinewaffen für die USA, ja, für die Schiffe. Immerhin regnet's, immerhin. Ja, immerhin etwas. Na gut, mal sehen. Also ich denke, 1918 werden wir schon noch erreichen, aber mal sehen, wie lange wir dann noch da sind. Und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.